Wahrscheinlich habt ihr schon mal gehört, dass C++ als eine sehr schwere Programmiersprache gilt. Einer der Gründe dafür sind die Zeiger, die es in C++ gibt. Und genau das wollen wir in diesem Tutorial mal anschauen. So, also Zeiger oder auch Pointer in Englisch sind quasi Speicheradressen. Also wenn wir eine Variable anlegen, dann wird die ja irgendwo in den Arbeitsspeicher gespeichert. Und wir können sie dann über deren Namen quasi aufrufen oder auf den Wert zugreifen. Wir können aber auch quasi nochmal einen eigenen Datentyp erstellen, der auf die Speicheradresse, in der das Ganze liegt, zeigt. Ich glaube, ein Beispiel macht das vielleicht ein bisschen einfacher. Und zwar stellen wir uns hier eine einfache Int-Variable nochmal. Wir nennen die einfach Variable 1 und geben dann mal den Wert 27 zum Beispiel. So, das ist ja ganz schön, das haben wir hier den Wert abgespeichert. Jetzt können wir natürlich entweder direkt darauf zugreifen, aber wir können nun auch unseren ersten Zeiger erstellen. Und zwar machen wir dafür, einerseits haben wir hier den Datentyp, das ist wieder integer, und dann dieses Sternchen, das steht einfach für den Zeiger. Und dann nennen wir das Ganze Pointer 1 zum Beispiel. Und jetzt müssen wir sagen, dass der auf die Variable zeigen soll. Also im Arbeitsspeicher, das ist quasi, ja, das kann sich, ja, ist quasi jeder einzelne Byte adressiert. Das heißt, jeder einzelne Byte hat eine eigene Adresse im Arbeitsspeicher, über den wir den aufrufen können. Und darauf, auf diesen Speicherbereich von dieser Variable, können wir mit dem und zugreifen. Und dann schreiben wir eben und Variable 1. Wir können hier auch, wenn wir wollen, auch mal die Adresse von unserer Variable ausgeben. Das heißt, wir wollen jetzt nicht den Wert der Variable ausgeben, sondern die Adresse, wo sie genau im Speicher liegt. Das machen wir eben hier mit diesem und. Das heißt, wir greifen auf die Adresse von Variable 1 zu und geben das einfach aus. Und dann machen wir hinten dran noch ein Endline. So, wenn wir das jetzt hier ganz kurz erstellen und ausführen, dann sehen wir hier unten, diese kryptische Zeile ist unsere Adresse, wo diese Variable liegt. Dabei ist es für uns nicht unbedingt wichtig zu wissen, wie das genau mit dem Arbeitsspeicher aufgebaut ist. Allerdings sollten wir einfach wissen, dass das ja wie eine Hausadresse ist, über die wir einfach auf diesen Speicherbereich zugreifen können. So, und jetzt können wir diesen Speicherbereich einem Zeiger zuordnen. Das haben wir hier in dem Fall schon gemacht. Das heißt, wir lassen den Zeiger hier auf diese Variable zeigen. Daher kommt auch der Name. Und jetzt können wir auch direkt den Zeiger ausgeben oder was in diesem Zeiger gespeichert ist und das Ganze nochmal ausführen. Und dann sehen wir hier exakt derselbe Wert drin. Allerdings ist es ja auch wichtig, der Ort, an dem die Variable gespeichert ist oder wird, ist immer anders. Das heißt, bei euch ist es sicher anders als jetzt bei mir in dem Fall. Und wenn wir es nochmal ausführen, ist wahrscheinlich auch eine andere Adresse hier drin. Also das ist einfach, wo der Speicher gerade frei ist, wird er dann auch reserviert für das Programm. So, jetzt haben wir hier so einen schönen Zeiger, der darauf zeigt, was da quasi drin ist. Aber was bringt es uns nun? Nun, wir können nun über den Zeiger ebenfalls auf diesen Wert zugreifen. Und dafür müssen wir wieder ein Sternchen nachmachen. Das Sternchen ist in dem Fall einerseits, das Sternchen hat quasi zwei Bedeutungen. Einerseits brauchen wir das, wenn wir hier einen Zeiger erstellen, um einfach anzuzeigen, dass es ein Zeiger ist. Aber es funktioniert eben auch als quasi umgedrehtes oder als Gegenstück zu diesem und. Das heißt, in dem Fall wollen wir nicht auf die Adresse des Zeigers zugreifen, sondern auf den Wert, auf den er zeigt. Das machen wir so. Und jetzt können wir hier den Wert 10 zuweisen. Das heißt, über diesen Zeiger können wir dieser Variable einen anderen Wert zugreifen oder zuweisen. Dass es funktioniert hat, können wir folgendermaßen testen. Und zwar lassen wir hier einfach mal unsere Variable ausgeben. Und dann erstellen wir das Ganze und dann sehen wir hier, ist jetzt der Wert 10 drin. Obwohl wir zu Anfang den Wert 27 reingeschrieben haben. Das heißt, wir können über diesen Zeiger auf die Variable zugreifen. So, und der Speicher, der Arbeitsspeicher, ist im Prinzip immer in 1-Byte-Blöcken aufgebaut. Und wie wir im Variablen-Tutorial schon hatten, hat eine Int-Variable braucht 4 Byte. Und wir brauchen auch hier bei unserem Pointer immer den Wert dazu, damit wir quasi wissen, wie groß der Speicherbereich ist. Das heißt, er zeigt quasi an den Anfang vom Speicherbereich, aber in unserem Fall brauchen wir ja 4 Byte. Das heißt, wir nehmen den Anfang von dem Speicherbereich und dann noch die 3 weiteren Byte.
und das wird dann wieder unsere Variable, auf die wir hier zugreifen. Deshalb ist es eben wichtig, dass der Zeiger immer einen Wert hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen anderen Wert geben würden, zum Beispiel Short, dann wäre da jetzt nur 2 Byte groß. Das Ganze hier wird auch gar nicht mehr funktionieren. Wir könnten es kurz testen. Beim Erstellen sagt er uns hier schon Fehler, weil das funktioniert so nicht. Denn hier, das ist ein anderer Datentyp. Das heißt, unser Zeiger muss immer von dem Wert sein, auf den er zeigt. Sonst gibt es einen Fehler. So, das ist zwar jetzt ganz schön. Wir haben ja schon gesehen, dass das funktioniert. Aber für was ist das denn eigentlich sinnvoll? Da möchte ich mal eine kleine Funktion schreiben. Und zwar nennen wir die jetzt einfach mal setTo27. Und die erwartet eine Zahl als Integer. Und wie der Name schon sagt, soll die diese Zahl auf 27 setzen. So. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt werden wir hier, bevor wir die ausgeben, werden wir das aufrufen. setTo27. Und wir übergeben unsere Variable. So, jetzt die Frage. Was wird passieren? Wir haben ja hier in unserer Variable den Wert 10. Der Wert wird dann hier in diese Variable gegeben als Number und der Wert von der Variable wird dann auf 27 gesetzt. Dann springen wir aus der Funktion wieder raus und geben hier den Wert unserer Variable 1 aus. Jetzt die Frage, was wird erscheinen? Wird 10 oder wird 27 erscheinen? Ich würde sagen, lass uns mal überraschen und wir sehen, es kommt 10 raus. Warum? In dem Fall wird hier quasi der Wert kopiert. Das heißt, hier haben wir den Wert 10 und dann wird in eine neue Variable kopiert, wenn diese Funktion hier betreten wird. Das heißt, die Variable Number ist im Prinzip komplett getrennt von dieser Variable 1. Die hat nur denselben Wert, da sie ja mit dem Wert quasi initialisiert wurde. Allerdings ist die jetzt nicht mehr wirklich an diese Variable 1 gebunden. So, wir können allerdings dieses Beispiel dennoch möglich machen. Und zwar, ja, wer hätte es gedacht, mit einem Zeiger. Es ist auch egal, wohin ihr das Sternchen macht. Ihr könnt das so machen, ihr könnt das so machen, ihr könnt das so machen. Das ist komplett egal. So, und zwar wollen wir hier einen Zeiger auf unsere Nummer. Und in dem Fall wollen wir eben nicht den Zeiger, sondern der Wert, auf den der Zeiger zeigt, nehmen. Und deswegen brauchen wir hier dieses Sternchen davor. Weil ansonsten würden wir dem Zeiger eine neue Speicheradresse zuweisen, ohne das. Deswegen muss man hier, wenn man auf den Wert von dem Zeiger zugreifen will, also auf den Wert, auf den er zeigt, immer ein Sternchen vorne dran. So, und dann müssen wir hier beim Aufrufen, natürlich dürfen wir nicht direkt die Variable, sondern müssen die Adresse von der Variable, also wo sie im RAM liegt, übergeben. Und nun kann man das Ganze erstellen und ausführen und wir haben die Ausgabe 27 und sehen, es hat funktioniert. So, was hat es jetzt genau gebracht? Nun, einerseits ist es relativ interessant, das mit Zeigern zu realisieren, die Argumente von einer Funktion, wenn die Argumente sehr groß sind. Denn ich habe ja zuvor gesagt, das wird kopiert, wenn wir keine Zeiger nehmen. Das ist bei so kleinen Datentypen wie einem Integer mit 4 Byte komplett egal, ob der kopiert wird oder ob wir den Zeiger nehmen. Aber wenn wir jetzt große Arrays oder ähnliches haben, dann wollen wir die natürlich nicht einfach kopieren, sondern wir können dann eben einen Zeiger darauf nutzen oder generell irgendwelche großen Datentypen. Dann können wir einen Zeiger darauf verwenden und so wird nicht so viel kopiert und es läuft deutlich schneller. Und ein weiterer Vorteil, eine Funktion kann ja nur einen Rückgabewert haben. Jetzt wollen wir eine Funktion schreiben, die quasi 2 Rückgabewerte hat. Und das wollen wir jetzt direkt mal machen. Und wir nennen das Ganze Euclidean Divide, weil wir jetzt einen Euclidean Divide machen. So, und die hat auch gar keinen Rückgabewert. Denn wir werden den Rückgabewert als Zeiger erwarten. So, das schauen wir uns gleich mal an. Wir werden hier auch ein Unsigned Integer nehmen, weil es hier einige Probleme gibt mit negativen Zahlen. Da wäre das nicht ganz richtig. Warum? Das hängt mit dem Modulo zusammen. Das wollen wir uns jetzt aber noch nicht genauer anschauen. Das wird einfach bei negativen Zahlen falsche Ergebnisse rausbringen. Genau, also wir haben hier einfach eine positive, also darf 0 oder größer sein. 0 natürlich nicht, weil wir dürfen nicht durch 0 teilen. Aber ja, wenn wir 0 eingeben, dann wird das Programm dann einfach abstürzen oder diese Funktion wird abstürzen. Wie wir das verhindern können,
Einerseits kann man natürlich mit einem mit einer if-Abfrage einfach schauen, ob da 0 eingegeben wurde und dann dementsprechend drauf reagieren. Ich habe das jetzt aber in diesem Fall einfach weggelassen. So, jetzt haben wir hier schon unseren Dividend und unseren Divisor. Und jetzt wollen wir, jetzt kommt das eigentlich Interessante, einen ersten Rückgabewert haben, und zwar unseren Quotient. Und dann haben wir noch einen Rückgabewert. Die sind beide auch vom Typ unsigned int und der heißt remainder. So, was wollen wir nun also von dieser Funktion haben? Nun, im Prinzip soll es teilen wie in der Grundschule. Das heißt, wir haben unseren Quotienten, sagen wir mal, wir haben 10 geteilt durch 3. Das werden wir gleich mal als Beispiel nehmen. Da haben wir 10 geteilt durch 3, gibt ja eigentlich 3,3 Periode. In dem Fall sagen wir aber eben nur 3 und Rest 1. Dieses 3, das landet im Quotient. Deswegen sagen wir jetzt hier, der Wert, auf den Quotient zeigt, das haben wir hier übergeben bekommen, der Zeiger, ist jetzt, das müssen wir noch ganz kurz in int casten, also dass es vom Typ int ist, beziehungsweise eigentlich, was wir richtig machen wollen, vom Typ unsigned int. Und dann machen wir hier Dividend durch Divisor. Und dadurch, dass wir es hier in eine Ganzzahl packen, wird hinten die Kommazahlen eh abgeschnitten. So, und jetzt kommen wir mit dem Remainder. Und das machen wir jetzt einfach Dividend modulo Divisor. Da bei dieser, wenn wir das ausführen, einfach 1 rauskommt. Ich habe ja schon mal beschrieben, dass das im Prinzip den Rest von der Division ausgibt. Das heißt in dem Fall 1. Das heißt, wir weisen hier Quotient den Wert 3 zu, wenn wir hier 10 und 3 eingeben, und dem Remainder, also dem Rest, den Wert 1. Und das schreiben wir jeweils in die Speicherbereiche. So, und jetzt wollen wir schauen, wie wir diese Funktion aufrufen können. Und zwar erstellen wir uns hier einfach erstmal unsere Variablen. Da haben wir einerseits den Dividend, das soll 10 sein in unserem Beispiel. Dann haben wir den Divisor, das soll 3 sein in dem Beispiel. Dann haben wir einen weiteren, und zwar den Quotient. Wir müssen hier nämlich erstmal den Speicherbereich quasi erstellen, damit wir da überhaupt was reinschreiben können. Allerdings werden wir hier erstmal sagen, dass der 0 sein soll. Und hier habe ich das int vergessen. So. Und dann haben wir noch unseren Remainder. Der ist ebenfalls 0 für den Anfang, weil das ist ja quasi ein Platzhalter. Und jetzt wollen wir unsere Funktion aufrufen mit Euclidean Divide. Und dann übergeben wir erstmal ganz normal, kennt man ja schon, den Dividend und den Divisor. Und dann jetzt die Adresse zu unserem Quotient und die Adresse zu unserem Remainder. Das heißt, unsere Funktion hier oben kann dann direkt quasi den Wert dieser Variablen hier ändern, indem wir hier dieser Funktion die Adresse unserer Variablen übergeben. Und jetzt können wir noch schauen, ob das Ganze funktioniert hat, indem wir hier einerseits erstmal den Quotienten ausgeben und dann auch noch den Remainder. Und dann kann man das Ganze erstellen und ausführen. Und wir sehen 3 und 1. Genau das Ergebnis, was wir erwartet haben. Genau. Und das sieht man eben schon, dafür sind Zeiger ebenfalls sehr praktisch. Wenn man mehrere Rückgabewerte hat, dann kann man das eben über diese Art und Weise auch lösen. Und spart sich gegebenenfalls sogar noch einen Return-Wert. Theoretisch kann man da dann beispielsweise, wie wir hier in der Hauptfunktion schon haben, einen zurückgeben, ob die Funktion positiv war oder nicht. Jetzt kann man folgendermaßen, kann man folgendermaßen machen, indem wir den Rückgabewert in int ändern. Hier machen wir Return 0, weil es hat alles funktioniert. Und dann kann man hier überprüfen, wie ich vorhin schon mal angesprochen habe, Beispiel, ob der Divisor gleich 0 ist. Und wenn ja, dann können wir einfach minus 1 zurückgeben. Das heißt, über den Return-Wert tun wir eigentlich nur sagen, ob das Programm erfolgreich war oder nicht. Und die eigentliche also die eigentlichen Werte, die berechnet wurden, werden über die Zeiger gespeichert. Das ist eigentlich sehr praktisch.
Und wird auch, wenn man so ein bisschen weiter programmiert, sieht man, das wird doch auch sehr häufig genauso eingesetzt. Und ja, wäre es erstmal soweit. Und zwar hatten wir ja im letzten Tutorial Arrays. Und man kann Arrays unterscheiden sich ja eigentlich gar nicht so sehr von Zeigern. Warum? Das können wir uns direkt mal anschauen. Erstellen wir erstmal nochmal ein Array. Und sagen hier einmal, initialisieren das mit ein paar Werten. In dem Fall 5 Werte von 0 bis 4. Hinten natürlich wieder ein Semikolon und wir haben unser Array. Und jetzt machen wir uns einen Zeiger auf unser Array. Mit, jetzt nehmen wir einfach mal Pointer to Array. Ganz einfach. So, und jetzt, ich habe ja schon erzählt, dass man, wenn man eine Variable erstellt, der immer einen Wert zuweisen sollte. Bei einer Variable tut man im Regelfall einfach 0 zuweisen. Bei einem Zeiger, wenn der noch leer ist, kann man auch 0 zuweisen. Das ist auch gültig. Man kann aber auch 0 PTR zuweisen. Das ist so eigentlich noch praktischer, weil man dann auch direkt sieht, dass es sich um einen Zeiger handelt. Man sieht allerdings auch oft die Schreibweise 0 komplett groß geschrieben. Das funktioniert genauso, wird dann intern aber in 0 PTR übersetzt. Deswegen nutze ich hier in dem Fall 0 PTR, was für 0 Pointer, also ein Nullzeiger steht. Und dann können wir nun diesen Zeiger dennoch mal initialisieren. Das machen wir dann über Pointer to Array ist gleich Array. So. Zunächst mal, das hätte man natürlich auch in eine Zeile schreiben können. Das heißt, hier Start ist gleich 0 PTR, direkt ist gleich Array. Allerdings wollte ich eben das mit dem 0 PTR noch zeigen, deswegen habe ich das noch hier in der Zeile dazu gepackt. Aber wie gesagt, die Zeile hier ist im Prinzip unnötig, weil wir ja direkt den Wert zuweisen können. Dann ist jetzt natürlich erstmal die Frage, warum funktioniert das? Im Prinzip können wir ja klar einen Zeiger auf unser Array erstellen. Allerdings müsste ja dann erstmal unser Datentyp anders sein. Das heißt, wir brauchen nicht einen Zeiger auf ein Int, sondern auf einen Zeiger auf unser Array. Und wir müssten ja dann hier die Adresse übergeben. Das machen wir hier aber nicht. Warum? Nun, das Array zeigt quasi, ist eigentlich auch nur ein Zeiger auf das erste Element. Das heißt, wir haben hier mit unserem Pointer to Array einen Pointer zum ersten Element des Arrays. Und jetzt können wir auch genauso darauf zugreifen. Das heißt, wir können hier beispielsweise ausgeben über Pointer to Array. Hier auch wieder wichtig natürlich das Sternchen vorne dran, damit wir auf den Wert zugreifen und nicht die Speicheradresse wie hier, weil die sagt uns ja relativ wenig. Die ist ja nur für das Programm intern wichtig, nicht für die Ausgabe. So, das heißt, wir geben hier den Wert vom nullten Element des Arrays aus, auf das nämlich hier dieser Zeiger zeigt. Genau. Das heißt, das hier ist im Prinzip auch gleich, wenn wir das so schreiben. Das ist im Prinzip genau gleich. Allerdings machen wir es mal so, weil das kürzer ist und natürlich viel besser aussieht. So, und jetzt können wir noch eine weitere Möglichkeit sehen von Zeigern. Und zwar können wir hier beispielsweise den um 1 erhöhen, diesen Zeiger. So, was passiert, wenn wir den Zeiger erhöhen? Jetzt wichtig, wir haben kein Sternchen davor, das heißt, wir tun nicht einfach die Zahl erhöhen. Das heißt, aus dieser Zahl wird nicht einfach eine 1, sondern wir erhöhen den Zeiger um 1. Das heißt, der Zeiger zeigt jetzt quasi auf den nächsten Integer, direkt hinten dran. Denn das Array sind eigentlich in dem Fall 5 Integer, die direkt im Speicher hintereinander folgen. Deswegen können wir mit dem Zeiger auch einfach ein Int quasi nach vorne springen und jetzt zeigt unser Zeiger auf diesen Index. Also müsst ihr jetzt, ich kann das ausgeben, und zwar unseren Pointer wieder, müsste da 1 drin stehen. Und hier haben wir auch die 1. Das ist noch die 0 von hier und hier kommt die 1. So, um jetzt zu zeigen, dass wir nicht einfach die 0 hier erhöht haben, können wir hier auch mal einen anderen Wert, wie zum Beispiel 27. Ich weiß, ich nehme den Wert 27 gerne. Und dann sehen wir hier, dass tatsächlich auf dieses Element zugegriffen wird. Dieses Element wird nicht gelesen, nicht das überschrieben, sondern hier wird gelesen. Also es funktioniert tatsächlich.
Wir können aber nicht nur mit plus den um 1 erweitern, sondern beispielsweise auch mit plus ist gleich 4. Dann springen wir einfach gleich 4 Stellen voran, sind also bei der 5. Stelle, das heißt, die 4 müsste ausgegeben werden. Machen wir das kurz und wir sehen, die 4 wird ausgegeben, wie erwartet. Und wenn wir das auf 5 umstellen, haben wir hier auch 5. Also funktioniert alles bestens. Genau, so können wir also auch noch auf eine Array zugreifen. Das wird vor allem im nächsten Tutorial nochmal interessant. Da werden wir sicher nochmal drauf zurückkommen. So, kommen wir jetzt zu einer letzten Methode. Und jetzt wird es auch nochmal ein bisschen unschön. Und zwar machen wir jetzt Funktionspointer. Das heißt, bisher hatten wir irgendwelche Zeiger, die auf eine Variable zeigen. Das ist auch so das, was man eigentlich in 99% der Fälle antrifft. Allerdings sind Funktionen im Prinzip auch einfach nur irgendwo in dem Speicher abgelegt. Das heißt, wir können auch einen Zeiger auf eine Funktion machen. Und genau das wollen wir jetzt mal machen, indem wir hier unsere setTo27 einen Zeiger darauf erstellen. Und zwar erstmal den Rückgabewert der Funktion haben wir hier als erstes. Dann machen wir hier, wie die Funktion heißen soll oder unser Funktionszeiger heißen soll. Ich nenne das jetzt mal FunkPointer, das P machen wir groß. Also unser Funktionszeiger machen wir hier mal zu. Und jetzt müssen wir angeben, welche Parameter die Funktion erwartet. In unserem Fall einfach ein Integerzeiger. Und das machen wir hier, indem wir hier int und einen Stern machen. Das heißt, wir erwarten einen Integerzeiger. Und dann können wir dem jetzt auch einen Wert zuweisen. In unserem Fall setTo27. In dem Fall sind die Klammern falsch. So. Jetzt haben wir hier einen FunkPointer. Und den können wir jetzt so theoretisch auch einer anderen Funktion übergeben. Und dann kann in dieser Funktion, die Funktion, die wir hier erstellt haben, aufgerufen werden. Damit kann man schon wirklich interessante Dinge machen. Kann man sich mal überlegen, vielleicht wollt ihr damit auch mal noch ein bisschen was testen. Man kann auf jeden Fall schon eine ganze Menge damit anfangen. Zum Beispiel könnte man ein eventbasiertes System bauen. Das heißt, wir geben eine Funktion, die aufgerufen wird, wenn ein bestimmtes Event ausgerufen oder aufgerufen werden soll. Genau, allerdings möchte ich das jetzt in dem Fall nicht zeigen, weil das wird dann doch ein bisschen zu lang werden. Wir sind jetzt wahrscheinlich schon relativ lang. Moment, ich kann ja ganz kurz mal schauen. Ja, 22 Minuten sind wir auch schon wieder. Deswegen möchte ich das hier auch bald beenden. Jetzt wollen wir noch ganz kurz schauen, wie wir hier diese Funktion überhaupt aufrufen können. Und zwar machen wir das einfach über FunkPointer. Und dann können wir hier einfach, wie wir eine normale Funktion aufrufen, als wäre es eine normale Funktion, hier noch einen Wert übergeben. In dem Fall ist es egal, was wir übergeben, also wir müssen einen Integer übergeben, klar. In dem Fall möchte ich kurz das nullte Element des Arrays übergeben. In dem Fall brauchen wir natürlich hier ein Und. Wir könnten hier natürlich auch das Und weglassen und das Null und nur Array übergeben. Würde aufs Gleiche darauf hinauslaufen. Und so können wir sehr einfach unseren Funktionszeiger auch aufrufen. Und das können wir dann auch mal testen, indem wir dann das nullte Element von dem Array ausgeben. Und dann sehen wir hier 27, es hat funktioniert. So, das wäre es eigentlich auch für diesen Teil. Ja, das wäre es mit den Zeigern. Ich denke mal, es sind noch ein paar Fragen offen geblieben, weil das Thema ist wirklich so, ja, das muss man sich am besten so 2-3 Mal anschauen. Ich würde euch auch empfehlen, wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, euch einfach noch ein bisschen weiter zu informieren, auch bei anderen Quellen, die erklären es wahrscheinlich nochmal anders, vielleicht nochmal ein bisschen verständlicher. Wenn man das einmal verstanden hat, ist es eigentlich gar nicht so schwer. Allerdings muss es halt einmal richtig verstanden sein. Ich hoffe, ich konnte euch soweit helfen. Vielleicht habt ihr es ja sogar schon verstanden. Ich würde mich freuen. Ansonsten könnt ihr auch natürlich in den Kommentaren irgendwelche Fragen dalassen. Ich werde die dann beantworten und versuchen, euch eben weiterzuhelfen. Im Prinzip muss man sich eigentlich nur merken, dass der Zeiger irgendwo auf eine Variable im Arbeitsspeicher zeigt. Und wir dann über diesen Zeiger auch auf den Wert der Variablen zugreifen können. Und damit gibt es eigentlich sehr viele Möglichkeiten, die sich uns dadurch eröffnen.
Und eine der Möglichkeiten oder eine weitere Möglichkeit, neben denen, die ich hier schon gezeigt habe, werden wir dann im nächsten Tutorial uns anschauen. Genau, ich hoffe, ihr habt das eben soweit verstanden. Ansonsten, wie gesagt, in die Kommentare irgendwelche Fragen oder euch nochmal woanders schlauer lesen. Ich freue mich, wenn ihr wieder beim nächsten Part dabei wärt und bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Bis dahin, ciao.